Weißrussland gestattet Atomwaffen auf seinem Gebiet. Weißrussland lässt die Möglichkeit der Stationierung von Atombewaffnung auf seinem Gebiet zu. Dies erklärte der weißrussische Außenminister in einem Interview mit RT Arabic. Minsk ist bereit, einen derartigen Schritt zu gehen, wenn es eine reale Bedrohung durch die NATO sieht. Dies wäre dann eine von mehreren Antwortmöglichkeiten auf mögliche Handlungen der NATO auf dem Gebiet Polens, erklärte der Außenminister. Bereits Ende November hatte der weißrussische Präsident diese Möglichkeit angedeutet. Er wäre bereit, seinem russischen Amtskollegen zu bitten, Atombewaffnung auf weißrussisches Territorium rückumzulagern. Voraussetzung ist, dass ähnliche Systeme durch die NATO in Polen stationiert werden. Über die Möglichkeit der Stationierung amerikanischer Atombewaffnung in Polen hatte der NATO-Generalsekretär Stoltenberg informiert. Im Jahr 1993 hatte Weißrussland im Rahmen des Vertrages über die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen freiwillig auf die Systeme verzichtet, die in seinem Land nach dem Zerfall der Sowjetunion stationiert waren. Im Gegenzug garantierten Großbritannien, Russland und die USA die Sicherheit Weißrusslands.